begrüße wieder herzlich zu Outlaws. Ja, es geht hier weiter. Wir sind jetzt bei der Festung. Wir haben endlich diese scheiß Regenbühne hinter uns. Und hier werden wir gleich schon begrüßt. Natürlich werden wir uns den Leuten hier gleich mal das Gebäude vorknüpfen. Wenn ich mal besser ziehen könnte, wäre das natürlich noch alles besser. Was haben wir denn noch hier? Die haben wir. Doppelläufige Rotflinte. Okay, wir nehmen doch wieder die andere Waffe. Ja, ich hatte mich ja so gewundert, dass die Gegner mich nicht treffen und alles. Das stimmt ja, ich habe ja den Schwierigkeitsgrad ganz leicht eingestellt. Logisch, dass hier nicht wirklich was passiert. Ich habe mir mal gedacht, dadurch, dass ich das länger nicht mehr gespielt habe, wollen wir das immer ruhig angehen. Jo, wartet mal, Leute. Zack, zack. Deswegen kommt das schon vor, dass die Gegner nichts machen. Ist vielleicht nicht ganz so praktisch, aber ich glaube auch nicht, dass ich den Schwierigkeitsgrad im Spiel ändern kann. Nee. Na gut, dann bleibe ich dabei. Ist ja wurscht eigentlich. Zack. Ja, das Level sollte um einiges leichter sein als das andere. Ich hoffe es einfach mal. Iron Key, was soll das denn? Dann wurde ich noch gefragt, ob ich vielleicht auch Call of Juarez 1 noch machen würde. Was ich sogar... Hier kann man graben, habe ich aber keine Schaufel. Also ob ich... Was war das denn? Wer ist da? Also ob ich jetzt nochmal, ob ich dieses Spiel noch machen könnte. Das gute Call of Juarez 1. Hatte ich auch vor. Aber dann bemerkte ich, dass Fraps das irgendwie nicht aufnehmen kann. Da steht dann immer, dass ich 1000 Frames hätte pro Sekunde, was natürlich schon ganz schön krass ist. Und wenn ich dann immer auf Aufnahme klicke, dann stürzt nach einer Zeit das Spiel ab. Das ist nicht kacke, weil ich das wirklich gerne machen wollte. Und ja, das lässt sich dann nicht tun. Und The Cartel, oder wie das heißt, der dritte, den wollte ich eigentlich nicht machen. Hat nicht mehr so viel mit Western zu tun. Der soll auch generell sehr schlecht sein. Deswegen werden wir das mal nicht aufnehmen. Allein wie diesem Soundtrack ist im Spiel so episch. Aber das wisst ihr schon. Ich sage es ja oft genug. Die Frage ist, was muss ich jetzt hier genau machen? Ich werde einfach mal rumlaufen und einfach alles umbringen. Das ist immer, glaube ich, das Erste, was man tun sollte. Dynamit haben ist auch immer gut. Ja, da gibt es noch dieses Easter Egg im ersten Level. Ich weiß nicht, wann ich das noch mache. Aber ich werde es auf jeden Fall noch mal zeigen. Das kann ich ja machen. Das gehört ja eigentlich dazu. Wenn ich das schon sage, dass ich das habe, dass es das gibt, dann sollte ich auch... Kacke, was ist denn los? Steel Key. Jetzt wird es aber langsam komisch hier. Den Steel Key? Kannst du wieder einen Boss sehen, werde ich ja vorab speichern. Vielleicht habe ich ja doch irgendwas, was meinem Schaufel ähnelt. Vielleicht kann ich das auch mit... Das sieht jedenfalls so aus, aber es kann auch dadurch sein, weil das oben halt so frei ist. Dass sie meinten, wir machen da mal... Ne, ich bin nicht so gut, vielleicht das Ding nochmal voranziehen. Gucken wir einfach mal. Nein, okay. Hätte ja sein können, hätte sein können. Probieren gegenüber studieren, sagt man immer. Und das passt ja hier dann auch dazu. Wir haben Steel Key, dann muss ich ja wohl irgendwas machen können. Will ich mal sagen. Ich bin hier. Ich weiß nicht, wer da der krasseste Schütze ist und mich übelst erwischt hat. Wie komme ich nach euch hoch? Ist das, kann man da so... Nein. Wie überlebt ihr eigentlich? Könnt ihr mir das mal erklären? Also ich lasse euch nicht am Leben, wenn ich da rumlaufe. Ah, ich kann da von da hinten her. Aber wie man sieht, dass das Level ist in dem Sinne eigentlich übersichtlicher. Du hast nicht wirklich viel, wo du rumlaufen kannst. Was eigentlich doch schon schön ist. So, Brass Key, wo nämlich war. Was ist denn hier passiert, ey? Das ist eine Ansammlung. Jetzt reicht's aber. Ich weiß jetzt, dass ich hier rein muss. Ja, hab ich den Steel Key zuerst. Ich weiß auch gerade nicht, was ich da mache. Wow.
Ne, kann ich erstmal nicht machen. Spawnen die neu? Das ist eigenartig. Wirklich eigenartig. Die Waffe, die habe ich ja schon. Bringt uns jetzt auch nichts. Wir können ja mal irgendwie rausgehen und um die Ecke gucken. Und vielleicht ist da noch irgendwas. Muss ja mal hier ein bisschen schauen. Nein. Oh, was haben wir denn hier? Hier könnte man auch graben. Nein, das ist ein Wasser. Nein, Wasser. Okay. Das sah erst aus, als ob man mal graben kann. Woher? Da oben, ey. Das ist die Geheimbasis. Das ist der letzte Ort, wo man hingehen will. Ich habe aus unerklärlichen Gründen keinen passenden Schlüssel dafür. Ich war doch überall. Wo war ich denn nicht? Das ist gerade die Frage. Wo war ich nicht? Besonders weil ich ihn einfach nicht durch. Ich einfach nicht durch das Fenster kann. Da muss ich nämlich, glaube ich, in das verfickte Loch. Aber erstmal muss ich irgendwie hier hochkommen. Ich doch. Ich kann das Spiel nicht mehr nehmen. Wie mache ich das denn? Was mache ich denn jetzt hier? Diese Planlosigkeit, die ich wieder am Tag lege, das ist doch wieder immer wieder toll. Kann ich von hier. Jetzt ergibt wieder alles Sinn. Toll, wenn man hier noch nicht war. Dann ist das gleich alles im anderen Licht. Da nicht. Ah, jetzt langsam hier schließt sich der Kreis. Ist alles doch logisch. Ist das? Hey, oh Gott, das war man hier. Da muss dann der Brass Key liegen. Hundertprozentig. Ja, da ist er. Gibt alles Sinn. Wir speichern mal vor der Tür. Aus dem einfachen Grund. Ihr wisst ja, ob meine Estu, keine Ahnung, hat das ich nie mitgenommen. Hab da kein Bock gehabt. Da müssen wir rein. Ich kacke. Hier los. Shit. Noch hier irgendwas? Nein. Oh, aufpassen, dass ich. Wir haben gar nicht mehr so viel Lampenöl, deswegen sollten wir mal hier nicht machen. Ich glaube, hier ist der Boss. Ich weiß nicht mehr. So wie die mir zusetzen, sieht das ja so nach aus. Ey. Da ist er. Habt ihr ihn gesehen? Ach, komm, lass. Now that is what I meant by enlightenment. I did not mean burn down the property, kill the wife, and kidnap the child. Oh, well, I guess things just got a little out of hand. Oops. Out of hand? Now I got a crazed father after me and his little brat out back. Now you got me into this mess. You get me out of it. Well, Mr. Graham, all my medical training says that you can't reason with a crazy man. So, kill him! That is music to my ears. Consider it done. And I'll kill the girl. No, Mary. I don't murder children. Yes, sir, we must love and protect the children. They are our future. That's what the good Lord said. Suffer the little children to come unto me and forbid them not. For such is the kingdom of God.